Omnipotens Deus, Rex Regum, et Omnium Gubernator. Zum Teufel macht ihr hier oben? Omnipotens Deus, Rex Regum, et Omnium Gubernator, cuius potentium, nulla creatura resistere potest, qui proprium est peccatoris punire, et eorum miserere, qui vere agunt punitentiam, serva et libera nos. Sublicita te petimus, a manu inimicorum. Reprime eorum superbiam. Minue malitiam. Dissipia illorum machinationes et astutias. Semper servemur. Ab omnibus periculis ad glorificandum te, qui es unicus. Ich dachte, er verkündete das Wort Gottes. Ich fürchte, seine Predigt ist nur Lüge. Ich führte meine Herde in die Irre. Ich wollte doch nur glauben. Das wollen wir alle. Ich beende nur die Arbeit meines Vaters. Requiescat in pace.
Mama? Mama? Sie ruft mich. Ich muss los. Wir haben alle frommen Landschaftsbilder ausverkauft. Aber wir nehmen noch Bestellungen fürs nächste Jahr. Es gibt religiöse Szenen bereits vorbereitet für euren Namen. Das war's. Außerdem und wieder, wenn ihr nicht braucht. Porträtmaler, um euch zu verewigen. Eine Bekanntmachung im Namen des Medikus Maestro Corsini. Eine Behandlung mit seinen berühmten exotischen Blutegeln aus den Sümpfen Indiens verschafft Linderung bei beinahe jedem Leid. Und ihr werdet euch erfrischt und verjüngt fühlen. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden. Sehr gerne. Beehrt mich bald wieder. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Wie? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen? Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Ja, nun, die werden bald abgesetzt. Nein, ihr bekommt mich nicht. Savonarola wird von eurem Verrat erfahren. Wache! Wache! Er entkommt! Bitte, Herr. Eccolo! Tempo! Pack ihn! Ich war ein Opfer. Ich bin nicht schuld. Doch, ihr traft eine Entscheidung. Er verzauberte mich mit diesem Ding. Nur weil ihr es zuließt. Ich tue dies für das Volk. Requiescat in pace. Edler Herr, verschont mich. Ich habe niemandem etwas gegen den Ja, weiter so, richtig, gut! Ja, gut gemacht! Wir kriegen ihn! Donato, ich habe ihn aus den Augen verloren! Da ist er! Auf ihn! Ich habe auch Accessoires, um eure Erscheinung ab. Ich mag teuer sein, aber meine Waren.
ekelhafter Abschaum! Assassino! Hilfe! Habe ich irgendwie euren Zorn erlebt? Kein Kunde von mir wird jemals schlecht. Kommt doch wieder! Ihr braucht meine Hilfe! Was machst du hier da? Er flieht! Haltet ihn! Mist, schneller! Ich sehe ihn nicht mehr! Da! Auf ihn! Scheiße, ich hab ihn verloren! Da! Eccolo! Packt ihn! Braucht ihr medizinische Hilfe? Dio, Beato, wie bizarr. Vor der Familie Bentivoglio aus Bologna. Erhebliche Rückstände bei einem unserer geschätzten Mitglieder führten zu dieser drakonischen Maßnahme. Lehnt das Gemeine und Materielle ab! Sucht euer Heil in den Flammen! Gebets. Und wenn andere meine Kreation anschauten und etwas von Gott darin erkannten, nun würde es sie ihm nicht auch näher bringen?
Also hielt ich mich für einen Altruisten, ein Sprachrohr, einen Prediger, Führer derer, die den Glauben verloren. Ja, aber in Wahrheit wurde ich getäuscht. Der Teufel ist abgefeimt und seine Kniffe vielfach. Ich hielt meine Arbeiten für Fenster, doch in Wahrheit waren es Tore. Tore, die es seinem schlechten Einfluss erlaubten, hinauszudringen. Meine Kunst half den Menschen nicht, sondern vergiftete sie, säte Lust und Gier und Unmoral, wo vorher keiner war. Ich wurde getäuscht. Aber nun habe ich die Gelegenheit, bin angeregt. Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Verdammt, ich sehe ihn nicht mehr. Oh weh, daran will ich nicht teilhaben. Ja, probier es doch. Sollten wir uns vielleicht kümmern. Va bene, signore. Bitte beehrt mich wieder. Salve, come sta il vostro cugino? Volk von Florenz, kommt, sammelt euch! Hört meinen Worten gut zu! Das Ende naht! Jetzt ist der Moment zur Reue! Fleht um die Gnade Gottes! Seht ihr es nicht? Die Zeichen sind überall! Aufstand, Hunger, Krankheit, Korruption! Dies sind die Vorboten des Dunkels. Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben. Sonst wird es uns bald schon verschlingen. Ich sehe euren Zweifel, dass ihr mich für irre haltet. Aber sagten das nicht auch die Römer über Jesus? Dass auch ich einst eure Unsicherheit teilte, eure Angst. Aber das war, bevor mir Savonarola erschien. Er zeigte mir die Wahrheit. Endlich wurden meine Augen geöffnet. Und so stehe ich heute vor euch, in der Hoffnung, dass auch ihr sehen werdet. Versteht, dass wir an einem Abgrund stehen. Auf der einen Seite das glänzende, herrliche Königreich Gottes. Auf der anderen
Ein bodenloser Schlund der Verzweiflung. Werdet ihr wieder zu Gott finden? Oder werdet ihr euch ins Dunkel werfen? Ihr schwankt schon bedrohlich über dem Abgrund. Männer wie die Medici und die anderen Familien, die ihr einst als Herren bezeichnetet, suchten irdische Dinge und Profit. Sie gaben ihren Glauben für materielle Freude auf. Und sie wollten, dass ihr alle das tut. Unser weiser Prophet sagte einst, das einzig Gute, das wir Plato und Aristoteles verdanken, ist, dass sie viele Argumente fanden, die wir gegen Ungläubige verwenden können. Dennoch sind sie und andere Philosophen nun in der Hölle. Wenn euch eure unsterblichen Seelen etwas wert sind, werdet ihr euren Kurs ändern und die Worte unseres Propheten hören. Savonarola! Ihr werdet euren Körper und Geist heiligen. Ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Endlich zu dem, was der Schöpfer wollte. Loyale und gehorsame Diener. Euer Verstand. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Nicht auf hinten hereinfallen! An alle respektablen Mitglieder der Arte del Capio. Der zweijährige Kongress wurde wegen rechtlicher Bedenken verschoben und beschäftigt nun den Gonfaloniere. Der Kongress kann erst stattfinden, wenn eine Entscheidung gefällt wurde.
Hier! Ergreift ihn! Du gehörst mir, Assassine! Braucht ihr medizinische Hilfe? Das sollte jetzt schnell heilen. An alle respektablen Mitglieder der Arte del Cambio. Der zweijährliche Kongress wurde wegen rechtlicher Bedenken verschoben. Komm, Freunde. Und beschäftigt nun... Der Kongress kann erst stattfinden, wenn eine Entscheidung gefällt wurde. Sollten wir nicht einschreiten? Zeig ein bisschen Respekt, Idiot! Der Schande! Von Pestilenz muss dem Kardinal leider verschoben werden. Betet für seine Genesung und für die Bestrafung des unwichtigen Kleinen. Gut gemacht, Ezio. Was passiert jetzt? Schau. Ruhe! Ich fordere Ruhe! Warum seid ihr hier? Warum stört ihr mich? Ihr solltet eure Häuser reinigen, euch selbst reinigen. Es gibt Feuer zu schüren, Gebete zu sprechen und Buße zu tun. Ihr werdet tun, was ich befehle. Ihr werdet gehorchen. Findet den Apfel, Ezio. Er kann nicht weit sein. Abschaum!
Assassino! Hilfe! Tötet den Dämon! Sollen wir diesen Vorfall einfach... Kein... Von mir wird jemand schlecht angezogen sein. Hey! Ich zähle einfach nochmal. Niemand verdient es, in solchem Schmerz zu sterben. Du bist es. Ich wusste, dass der Tag kommt. Bitte, sei gnädig. So sei es. Geht nun. Damit euer Gott euch richten möge. Requiescat in pace. Silenzio! Silenzio! Vor 22 Jahren stand ich, wo ich heute stehe, und sah, wie meine Familie starb. Verraten von denen, die ich Freunde nannte. Rache vernebelte meinen Verstand. Sie hätte mich verschlungen. Wäre nicht die Weisheit ein paar Fremder gewesen, die mir halfen, meine Instinkte zu überwinden. Sie predigten keine Antworten, sondern lehrten mich, eigene zu finden. Uns muss keiner sagen, was wir tun sollen. Nicht Savonarola, nicht die Medici. Wir können dem eigenen Weg folgen. Es gibt Leute, die uns diese Freiheit nehmen wollen. Und zu viele von euch geben sie freudig her. Aber wir können wählen. Was immer wir für wahr halten, das macht uns zu Menschen. Und kein Buch, kein Lehrer zeigt euch die Antworten. Den richtigen Weg. Geht euren eigenen Weg. Folgt nicht mir oder sonst jemandem.
kommt und holt euch. Ciao, adio. Buon di. Ich habe auch Accessoires. Natürlich, ich verstehe. Auf bald. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Was geht hier vor? Ein Fehler im Datenstrom. Nein, streich das. Hier steht nicht komplett. Es sind die Codex-Seiten. Sieht aus, als hätte Ezio sie alle gehabt, als diese Erinnerung passierte. Klasse. Und wie soll ich die bitte finden? Warte. Sieht aus, als hätte Ezio eine Karte dabei. Wahrscheinlich hatte sie in einer der beschädigten Sequenzen bekommen. Wenn das stimmt, müsste sie dir den Standort aller fehlenden Codex-Seiten anzeigen. Was geht hier vor? Ein Fehler im Datenstrom. Nein, streich das. Hier steht nicht komplett. Es sind die Codex-Seiten. Sieht aus, als hätte Ezio sie alle gehabt, als diese Erinnerung passierte. Klasse. Und wie soll ich die bitte finden? Buona serata. Warte. Sieht aus, als hätte Ezio eine Karte dabei. Wahrscheinlich hatte sie in einer der beschädigten Sequenzen bekommen. Wenn das stimmt, müsste sie dir den Standort aller fehlenden Codex-Seiten anzeigen. Verhandeln wir etwa mit dem Wolf, der unsere Schafe reißt? Nein! Denkt
daran, Bertuccio's Fucina zu besuchen, um alle Arten von Schmiedewaren, Waffen. Rüstungen, Schlosserarbeiten und Geschirr zu erstehen. Schon drei Generationen dient die Familie von Bertuccio aus San Polo den Bürgern Venedig. Gewerblichen Handel ausgeschlossen werden, bis uns der Heilige Vater andere Weisung schickt. Händler, die nur privat handeln, dürfen dies allerdings ohne in den Rängen der Ottomanen. Heute treffen ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Pflege für alle. Händler sollen zunächst jeden Handel in der Ägäis einstellen. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Die Gute braucht einen Waffenschein. Unser Kämpfe nähert sich. Runter hier, sofort! Ihr dürft nicht hier sein. Lachu, da ist er! Die Republik sendet den betroffenen Familien ihr herzlichstes Beileid. Ihr dürft nicht hier oben sein. Hinfort! Unter das Lotto! Hey, 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 hey.
Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Bis zum nächsten Mal dann. Dass die umstrittenen Ländereien im Süden. Von allem gewerblichen Handel ausgeschlossen werden, bis uns der Heilige Vater andere Weisung schickt. Komm, hab keine Angst. Ich will doch nur heilen. Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Attenzione! An alle Händler, die mit Gewürzen aus dem Osten handeln. Ein und neuer Zoll wird erhoben, um die Kosten der Instandhaltung des Arsenale zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. Von nicht lebensnotwendigen Gütern eine Abgabe fällig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you.
Roberto. Wie bizarr. Nicht entkommen! Jetzt runter hier! Da! Auf ihn! Oder ich schieße! Wo ist er langgerannt? Da ist er! Packt ihn! Ich kann ihn nicht sehen! Wo ist er? Da! Los! Perfektion kann nicht... Alle ja, Bürger, die ihre hier scheint Lager etwas rustikal für eine hochklassige Bahn. Zunächst Planungserlaubnis einholen müssen. Vorkommnisse kommt, wie... Freunde! Wöchentlicher Adern. Schäfchen des Herrn. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Scheinbar musst du noch all deine Kodex-Seiten entschlüsseln, Neffe. Besuch Leonardo und lass ihn etwas Licht ins Dunkel bringen. Erst dann können wir anfangen. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ja, wir tauschen einfach diese beiden Zeilen und schieben sie nach links. Fertig.